Um meine Geschäftsreise so effizient und erfolgreich wie möglich zu gestalten, habe ich mein Tablet und mein Smartphone immer mit dabei. Einige Apps habe ich euch ja bereits schon vorgestellt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und die zeige ich euch jetzt. Ganz egal, wie erfolgreich eure Geschäftsreise verlaufen ist, am Ende wartet sie ja doch, die Reisekostenabrechnung. Und die kann man jetzt mit einer App, die auf den Namen Declaree hört, einigermaßen einfach hinter sich bringen. Und zwar, indem man sämtliche Belege einscannt und dann dort hinterlegt, wo sie hingehören. Ob das jetzt der Dienstwagen ist, das Geschäftsessen oder das Hotel. Das schickt ihr dann direkt in die Abteilung in eurer Firma, die sich deutlich besser auskennt als ihr. Und dann müsste das Gröbste eigentlich schon geschafft sein. Wenn ihr viel im Ausland unterwegs seid, sollte eine Wechselkurs-App auf dem Handy nicht fehlen. Ich vertraue einer App, die hört auf den Namen XE Currency und die funktioniert sogar im Offline-Modus. Die App von Six bietet viele Möglichkeiten, um ganz einfach von A nach B zu kommen. Ihr müsst nur noch entscheiden, greift ihr auf das klassische Angebot des Mietwagens zurück, möchtet ihr lieber den Chauffeurservice nutzen oder jetzt ganz neu und in immer mehr Städten verfügbar das Carsharing-Angebot. Am Ende des Tages ist es die einzige Frage, die ihr euch beantworten müsst, möchte ich selber fahren oder lieber gefahren werden? Der Sprit geht zur Neige und keine Tankstelle ist in Sicht. Geschäftsreisende mit dem Auto sollten unbedingt eine App dabei haben und in dem Fall empfehle ich die App, die auf den Namen hört, Mehr tanken. Sie zeigt nicht nur alle Tankstellen in der unmittelbaren Umgebung, sondern vor allem die, die am günstigsten ist. Das heißt, tanken heißt gleich sparen. Wenn man viel unterwegs ist, verliert man schon mal den Überblick über die Arbeitszeiten. Deswegen empfehle ich eine App, die das Zeitmanagement im Auge behält, eine sogenannte Zeitverwaltungs-App. Hier könnt ihr alles eintragen, von einzelnen Mitarbeitern oder auch von Teams. Und besonders wichtig ist es auch möglich, im Offline-Modus die Berichte zu exportieren bzw. zu verwalten. Wer viel im Ausland unterwegs ist, der weiß, die Trinkgeldgeflogenheiten sind in jedem Land unterschiedlich. Das bedeutet also auch, man weiß nicht ganz genau, was ist jetzt zu viel, was ist zu wenig. Kann man ganz einfach verhindern, indem man sich eine Trinkgeld-App installiert. Dort kann man eintragen, wie viele Personen mitgegessen haben, was es am Ende gekostet hat und dann weiß man ganz genau, welches Trinkgeld dem jeweiligen Land völlig angemessen ist. So, das waren jetzt einige Apps, die die Geschäftsreise hoffentlich erleichtern. Mich würde interessieren, kennt ihr da noch welche, die ich heute noch nicht vorgestellt habe? Wenn ja, schreibt das gerne in die Kommentare.